Voll cool, Frostpunk 2 in einer Vorab-Version, die wir schon vor Release anspielen dürfen. Herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr den ersten Teil gespielt, da ging es darum, nach einem apokalyptischen Event die Menschheit in einer kleinen Gemeinde so lange wie möglich überleben zu lassen. Die Musik ist sehr laut, ich mache sie mal ein bisschen leiser, dass eure Ohren nicht so dröhnen. Und der zweite Teil spielt so, ich glaube, 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Und in dieser Vorab-Version gibt es keine Story, aber es gibt den Utopia-Bilder, die Preview. Da können wir auch nicht so viel machen. Es gibt eigentlich, glaube ich, nur die Windswept Peaks, die wir auswählen können, oder? Ja, das ist Broken Shore, Fractured Gorge, Horizon. Ist noch nicht freigeschaltet. Wir können hier die Communities wählen. Da gibt es die Mechanists and Forages, es gibt die Workers and Merchants, die Lords and Thinkers und die Randoms. Die Randoms. Genau, also drei verschiedene Communities gibt es. Wir fangen einfach mal mit Mechanists and Forages an. Ich kenne die Unterschiede nicht. Wir spielen auf Medium und let's go! Spielerisch hat sich das ein bisschen geändert. Warum weiß ich das? Weil ich es gelesen habe. Ich habe nämlich leider den ersten Teil nie gespielt. Und das liegt daran, dass ich weiß ich auch nicht. Ich habe es immer spielen wollen und ich kenne das Spiel auch und ich habe es auch Leute spielen sehen und so weiter. Ich weiß genau, was Frostpunk ist und ich wollte es immer spielen und ich habe es irgendwie nicht gemacht. Es ist mir so durchgeflutscht. A new beginning. The end of the world changes people. It changes us. Us, the foragers. Natural survivalists adapted to harsh frostland conditions. The mechanists, descendants of groups that built the initial cities and maintained their machinery. We chose you as our steward to lead the city as overpopulation looms and resources dwindle. We all dream of a better future. What it should look like, this we can't agree on. Genau, tension stirs and radicals rear their heads. Navigating this will be your ultimate challenge. Okay, und noch kurz der Hinweis, diese Preview dauert 300 Wochen. So, the city must not fall. Was da schon angedeutet wird, ist, wir sind sozusagen so eine Art, ja, Bürgermeister ist vielleicht das falsche Wort, aber ein Vorsteher, ein Anführer. Und wir müssen jetzt aus den unterschiedlichen Vorstellungen der Fraktion eine Einheit formen oder einen gangbaren Weg rausschälen, und dafür sorgen, dass diese unterschiedlichen Interessensgruppen sich halt nicht gegenseitig zerfleischen. Coal is running out. We have grown numerous over the years and waited too long to strike out. Our coal stockpiles are nearly depleted. We have to colonize the Frostland. But first, we located some coal deposits in rough terrain around the city. We must send frost-breaking crews to access them. We need more coal! Okay. Machen wir mal Sound wieder ein bisschen lauter. Das ist gerade ganz schön leise, oder? Kommt gerade gar nicht so viel rum. So, access a coal deposit using Frostbreakers. Construct an extraction district on a coal deposit. Also es gibt jetzt nicht großartig, machen wir kurz Pause, irgendein Tutorial, was uns jetzt hier einführt. Schauen wir einmal kurz rein. Also wir haben erste Woche 1916, okay. Wir kriegen 11 Öcken die Woche. Das ist die Bilanz. 14,8 from population size, minus 3,8 from unmet demands for goods. Okay, das können wir ja sicherlich regeln. Noch kein Course hier irgendwie Einkommen. Workforce ist 4.800. 60% der Bevölkerung können arbeiten. Heat Surplus ist 70. Okay, das heißt, wir haben noch Wärmeüberschuss. Shelter. Oh, okay, wir haben 121 Menschen bei uns, 62 Forages und 59 Machinists und 31 haben, glaube ich, keine Bleibe, wenn ich hier das richtig sehe. Dann haben wir noch Essen, Food Surplus, 160 Food is available, Stockpile sieht okay aus. 50 Wochen, reicht das noch? Das ist doch geil. Und Materials absent, available 0. Okay, da haben wir noch gar nichts. Stockpile 20.000 von 30.000.
Und das ist hier unser Problem. Kohle. Available 0. Wir müssen also uns um Kohle kümmern. Guard Squads. Okay. So. So, Frostbreak. Ein bisschen Tutorial gibt's ja doch. Initially, you can only build districts in a limited area. The wider terrain is covered in frozen, stiff grounds, which is impossible to construct upon. To widen the buildable area, you'll need to use Frostbreakers. You can send out Frostbreaking teams by clicking on the Frostbreaking button located in the bottom right of the screen, then find your way towards the edges of the buildable area and click on white tiles until the indicator circle is full. Frostbreakable resource tiles will be colored in blue with the icon of corresponding resource over them. Frostbreaking cost is fixed, and unless there are no more tiles to click, the amount of tiles needed to begin Frostbreaking is always the same. Okay, schauen wir uns das mal an. Mark as read. Boom. Also, zack, Frostbreakers. Und jetzt müssen wir Kohle suchen, sehe ich das richtig? Ist das hier Kohle? Was ist das? Ich weiß nicht genau, was ist. Hey. Hier ist ja näher dran. Eigentlich wäre das ja nice, hier hinzugehen. Ich hoffe mal, das passt so. Okay, Frostbreaking. Habe ich das richtig gemacht? Schauen wir mal. Kommt da jetzt irgendein Trupp raus? Während das passiert, schauen wir uns mal diese Stadt an. Also das ist hier dieser Kern. Heatstamps. Heatstamps are a stockpilable resource that can be spent on frostbreaking, constructing districts or buildings, or when using specific actions. A city collects heatstamps weekly. Every community provides its share depending on its size. The bigger the community, the more they contribute. Heatstamps income can be increased by satisfying goods demand. It can also be modified by certain laws and buildings. You can request or donate heatstamps to communities and factions. Mhm. Ja, so kann man sich vielleicht die Leute ein bisschen bei Laune halten, ne? Sieht aber ganz nice aus, finde ich. Man will lieber hier wohnen, oder? Hier draußen scheint es kalt zu sein. Hier ist schön warm, im inneren Bezirk. Im Central District. The Generator. The Generator is the primary source of heat in a city. It requires fuel to function. Initially, your main source of fuel is coal, but later in the game you can research... Wow, das ist Kohle. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ha, ha, ha. Warte mal. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Das hier ist Kohle. Das hier ist was anderes. Okay, dann muss ich noch ein Team rausschicken. Ha, da sieht man es ja sogar. Das hätte ich mir aber mal näher angucken sollen. Hm. So, da kommen jetzt die anderen Leute und machen das auch nochmal. Aber hier wird ja auch irgendwas sein. Was ist das denn? So Knubbel. Frozen Forest. Resource Materials. Amount 90.000. Braucht man früher oder später auch. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt hier irgendwas ruiniert haben. Districts are the base of your city's economy. Build them to produce or process resources. Provide shelter or recruit frostland teams. Districts have a fixed number of tiles needed to begin construction. When building a district, keep a lookout for the indicator circle, which shows you how many tiles you still have to click for the construction to start. Available tiles are white, already selected tiles are yellow. Extraction, food and logistic districts require deposits to be built. You need to begin selecting tiles from the deposit, which is highlighted in blue and shows a corresponding resource icon. Mhm. Okay, da macht der Industrial District. Und dann wird es hier eingeballert. Ja, das kriegen wir schon irgendwie gebacken, oder? Also da, genau, Districts und Hubs, Industrial District und dann 1, 2, 3, 4, 5. Wir kriegen das schon hin. Erstmal lassen wir jetzt hier diese Sachen fertig machen. Oh, das sieht nice aus. Guck, da ist so ein kleiner Abbau-Buddy.
Das sieht cool aus. Kann leider nicht näher ranzoomen. Das ist die höchste Zoomstufe. Guck mal, wir sind hier auf so einem Berg. So, das ist jetzt fertig. Shallow Coal Deposit. 450.000. Okay. Und jetzt müssen wir Industrial Extraction. Müssen wir jetzt nicht einen Extraction? Raw Resources Extraction. Can be constructed on different types of deposits. Ja, das müsste doch vermutlich dann... Warte, wie funktioniert das jetzt? Zack. 1, 2, 3, 4. So. Ah ja. Ich glaube, wir haben das aus Versehen richtig gemacht. So, guck mal. Jetzt bauen die hier so eine Art Transportweg. Straße kann man es ja wohl nicht nennen, oder? Soll das eine Straße sein? Und hier ist dann unser District. Und da holen die hoffentlich die Kohle raus jetzt. Mal gespannt. Und dann Construct an Extraction District on a Coal Deposit. Das will das Spiel auch von uns. Ich glaube, wir machen das gerade richtig. Diese Districts sind, meine ich, auch neu, ne? Das gab es im ersten Teil nicht. Da wächst es. Ich mag den Look. Diesen dreckigen Industrie-Look. So steampunkig ist das, ne? Und wie süß hier diese Schneehauben auf diesen kleinen Gebäuden sind. Ich fände es nice, wenn man noch ein bisschen näher ranzoomen könnte. Also rauszoomen ist ja geil, das geht ja richtig weit. Aber noch ein bisschen näher ran fände ich auch cool. Dass man da noch die Leute da rumlaufen sieht. Er ist eher frostpunkig, das stimmt natürlich auch. Heißt ja auch Frostpunk. So, das ist gleich fertig. Das ist doch ein toller Arbeitsplatz. Da will man doch jeden Morgen mit seiner Brotdose vorbeischauen. Shelter from cold. Good. We secured a new source of coal for the generator, but now we need shelter. Without its people, we still freeze to death. Nee, without it, people will still freeze to death. Regardless how hot the generators run. The closer to the generator or other shelter, the better. We cannot afford to lose more heat than we have to. We will provide shelter. Your population needs shelter to survive. If not provided, cold will aggressively rise in the city. Shelter is mainly provided by housing districts, but remember that this type of district demands heat. If the heat demand in the city is not fulfilled, cold will rise, but at a lower rate compared to a lack of shelter. In the idea tree, you can find new ways of providing more shelter. Erstmal haben wir ein Housing District hier. Und zwar zack und dann Housing. Und dann gehen wir so dicht wie es geht an diesen Kern ran. Hier ist eine schöne Einbuchtung, hier ist eine Einbuchtung, da ist eine Einbuchtung. Also das zum Beispiel ist ja relativ dicht am Kern. Bam. Und dann gehen wir bam, 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 bam. So. Legen wir mal so eine kleine Wulst noch mit rum, dann ist der weit entfernteste Punkt ist hier. Das sind dann 1, 2, 3 vom Kern entfernt. Ne? Das müsste eigentlich ganz gut sein. Ich muss aber zwei Housing Districts machen. Das machen wir dann hier an der Stelle hier. Da wulsten wir weiter. Also wir bauen noch ein Housing District und die Wulst. Hier kann man auch gut wulsten. Guck mal, 1, 2, 3. Warte, wie viel brauchen wir insgesamt? Wir wulsten einfach daran. So. Eine Doppelwulst. Später können wir hier auch noch einmal uns da so drumlegen. Das ist natürlich auch für die anderen Bewohner, die bislang im Außenbezirk wohnten, gut, wenn sie jetzt quasi mehr ins Zentrum rücken.
In dem Sinne, dass halt sie nicht mehr die äußersten Häuser bewohnen. Wo der Wind natürlich dann ungebremst auf sie herabrast, oben von den Hängen des Berges. Rast der Wind hier so herab und durch die Ritzen der Häuser hindurch. Und da stehen dann jetzt halt diese anderen schützenden Gebäude davor. Da freuen die sich hier drin. Normalerweise ärgert man sich ja immer, ne? Wenn einem die freie Sicht verbaut wird, aber die freuen sich jetzt. Das ist gleich fertig, das dauert eine Sekunde noch. Da haben wir's. Area Effects. Pay attention to where you construct districts, as area effects may give them additional positive or negative effects. Area effects are caused by environmental circumstances. The natural layout of the land or surface on which a district is constructed or by proximity to other districts. Area effects are applied when a specific number of district tiles are located within it. While building any district, a tooltip will provide information about whether your current construction has any area effect applied. Wo sieht man das da, ne? Plus 5 Feet. Das sieht doch super aus. Hatten wir doch gerade auch, oder? For example. Haben wir das schon gelesen? Das kommt mir so bekannt vor. Hell Knight sagt, weiß nicht, ob mir die Änderung zu Hexfeldern gefällt. Wie weit kannst du spielen? Ist das zeitlich begrenzt? Fragt Suavelicious. Ja, es ist begrenzt. 30 Wochen, meine ich, ist die Begrenzung. Was ist denn hier los? Kohle, Kohle. Fließt sie gut? Ich hoffe doch. So, das ist jetzt fertig. Das heißt, die nächste Dings ist auch fertig. Scraping the barrel. With heat from the generator and shelter for everyone, we're safe from the cold for now. But as the city grows, it will not be enough. The machinists and foragers have different opinions on how to improve the city further. We need a place to develop ideas for the future. Expand a housing district to provide more space for advanced buildings and build a research institute. I see. Expanding districts. Expand districts to increase their scale both in terms of size and capabilities. Expanded districts are more efficient and provide additional building slots. Select the district to open its panel and click on the expand button. Then select new tiles around the chosen district to start the expansion. You were the chosen district! If there are not enough adjacent tiles to select, the district cannot be expanded. Be mindful that housing districts have no building slots upon construction, contrary to all other types of districts. That is why you need to expand such a district at least once to be able to construct any buildings inside it. Das ist interessant, okay. Also, wir müssen... was war das? Anklicken und dann den hier. Ja, das kriegen wir hin. Klicken wir an und dann den Johnny da. Okay. Ist euch egal, glaube ich, welchen wir nehmen. Ja, hier ist ein bisschen mehr Platz nach unten noch. Dann nehmen wir das erstmal. Ey, was? Ne, warte. Ach, nee, hier haben wir gar nicht gebaut. Dann nehmen wir den. Und gehen auf Expand. Und dann... 1, 2, 3. Ja, jetzt wird hier ausgebaut. Finde ich gut. Select an existing housing district haben wir gemacht. Oh, looming cold. Oh Gott. Oh, das sieht schon kalt aus. As the cold problem in our city continues to worsen, we must take action to protect our citizens. In these harsh conditions, people need a roof over their heads and enough heat to warm their homes. Is the generator powerful enough to heat the city, or do we need to extract some more fuel? If our current methods aren't enough, we should consider alternatives. Cold has risen to a concerning level. Das ist nicht gut. Wir sollen ein Research Institute bauen. Das machen wir sofort, wenn das hier fertig ist. Da will doch keiner wohnen, das ist voll weit weg. Von der warmen Umarmung des Hitzekerns hier. Guck mal, hier auch so direkt am Hang, ne? Da gibt es auch Lawinen. Lawinen zum Frühstück. Guckt euch das mal an. Also das, weiß ich nicht, ob ich da einziehen will. Das müssten die günstigeren Immobilien sein. Okay.
You can construct buildings in districts if there's an empty building slot available inside them. Buildings have their demand and output, which are added to the already existing economy of a district. Machen wir das doch. Bauen wir jetzt ein Research Institute. Bam. Construction. Nee, warte. Nee, warte mal. Housing. Da. Research Institute. Da. Da können wir es bauen. Oh. Guck mal hier, da haben sie ein richtiges Loch da reingefräst ins Eis. Was haben wir hier? Security for the Future. Stockpiling. Stuart, das sind wir. Also, Steuermann, ne? Glaube ich, Stuart, Steuermann, kann man es übersetzen. We are extracting more coal than we currently need to provide adequate heat to the city. As such, we have begun to stockpile the surplus. At the moment, we have ample storage space left. However, this space will eventually be filled and any additional coal will be left out in the elements, rendering it worthless. Nein! If we do not wish to lose those surplus, we should build more depots. There are different types of depots for various resources. You can construct them in any district that have empty building space. I see. Geilo. Erstmal machen wir das Research Institute. Jetzt könnten wir hier auch... Food Depot? Nee. Fuel, Goods, Materials. Ist das Material? Müsste doch eigentlich, ne? Ne, da. Coal Stockpile Capacity. Ja. Also das hier ist das. Kann ich da bauen? Ich hoffe mal, ich mache das hier richtig. Ich mache das einfach mal. Research Coal Mines. Construct the newly researched building in an extraction district. Oh, scheiße. Vielleicht habe ich das völlig falsch gemacht gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Eventuell werden wir es später nochmal bereuen. Vielleicht auch nicht. Das passt schon. Okay, wo ist jetzt unser Research Institute? Research Coal Mines. Das ist doch hier. Idea Tree. We need new ideas to move forward. However, different communities may propose diverging answers to the same issue. They will only pursue solutions that align with their worldview. Choosing a community to develop an idea will improve your relations with that community. Okay, I see. So. Coal Mines. Das sollte ich hier machen. Das ist das Ausrufezeichen. Sawmills. Generator Upgrade. Oder Hothouse. Oh, Hothouses klingt doch richtig geil. Dann nehme ich doch lieber ein Hothouse. Aber okay, ich glaube, wir sollen das hier machen. Coal Mines. Coal Mines. How can we mine more coal? Forages. Neutral. 51% of the city werden von dieser Fraktion gestellt. Dust Coal Mine. Requires an extraction district with a coal deposit. Da haben wir gerade leider schon was gebaut. Mining operations where residue coal dust is sucked up and compressed into briquettes. Briquettes to make maximum use of resource. Ja. Die Idee wird developed. Möglicherweise habe ich es aber gerade verkackt. Denn ich habe da jetzt ja schon, oder, ja. Kann ich noch was anderes bauen? Wir werden es sehen. Vermutlich nicht. Tja, vielleicht muss ich es erstmal expanden dann noch. So, Coal Mine wird researched. Different ideas, communities. Oh, wir müssen jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen, oder? A small crowd gathers outside of the new research institute arguing how to exploit the last coal veins. The machinists want us to lean on machine-powered mining, but foragers would have us pursue a more frugal solution. They would never display such discord in the captain's heyday. You have to choose who to trust with developing their ideas. The,
then the communities of the city have different perspectives. You may be able to not be able to please everyone. Decide later. Okay. Schau mal. Show me that. Das habe ich doch gerade schon gemacht, oder? Coal Mines habe ich doch schon. Ich glaube, das war jetzt schon. Habe ich ja schon gemacht. Under Research, genau. Ja, das haben wir ja schon erledigt. Habe ich schon entschieden. So, das wird researched hier, Coal Mines. Lady hat Kopfweh. Gute Besserung, Lady. Möge es deinem Kopf gut ergehen. So, liebe Coal Mines, wie lange dauert das noch? Guck mal, das sind hier die Forages hier unten und das sind die Machinists. Unter mir, ich kann mich ja mal ein Stück hochsetzen. Auf diese, so. Auf die Leiste rauf. Was haltet ihr denn davon? Sinnvoll eigentlich, oder? Hätte man innerhalb der Coal Mine Entscheidung auch eine andere Wahl treffen können? Maschinistenvorschlag statt Sammler. Weiß ich nicht genau. Oder wollt ihr, dass ich nach links gehe wegen des Menüs? Könnt ihr auch noch hier hingehen. Das ist gar kein Problem. Gucken wir mal, ob es besser passt, ne? So. Was ist da los mit Coal Mines? Das dauert eine Weile. The people of your city form communities, groups of people united by a common outlook and background. You can view any of your communities by clicking on their image in the bottom center of the screen. Under the community name, you can find information regarding your relation with the specific community. Your relation which with each community will impact your overall trust. The forages. Under the community's description is a list of actions you can perform with that community. Those actions can greatly improve your city's situation, but they can also change your relations with that community for better or worse. Ja, das wird ja ein Balanceakt. Also das hier sind die Forages, Fun Projects, okay. Wir können denen irgendein Projekt supporten. Fun Projects beneficial to their community. The larger their population, the more heat stamps required to fund them. Okay, das heißt, für 246 Heatstamps kann ich die Beziehung mit denen verbessern. Wie viele Heatstamps haben wir denn? Wo waren die noch gleich? Da oben. Ja, nee. Sehe ich das richtig? 386? Nee, das können wir uns nicht leisten. Fun Project ist das gleiche. Was ist das? Request Funds. Oh. Okay, wir können auch, was wir auch machen können ist, wir entscheiden uns für eine Community, welche sieht besser aus. Die haben zum Beispiel die sind ein ziemlich cooles Outfit hier, die Maschinisten. Haben 3900 Member. Die sind aber leicht in der Überzahl hier. Und man muss sich natürlich dann immer mit den Stärkeren gut stellen. Ich könnte jetzt von denen mir diese Funds geben und gebe denen die dann für das Projekt. Das ist mal... Ja. Haben wir auch schon gelesen, oder? Oder muss ich noch irgendwas machen? Achso, ich muss es hier als Mark ist. Nee, nicht Mark Owl ist Read. Ja, so. Unsere Coal Mine ist immer noch nicht da. Wir können das aber beschleunigen, das Spiel. Wie sieht das jetzt aus? Coal Mines oder zu drei Vierteln ungefähr, nicht ganz, ist das fertig. Ich überlege, triggert euch das, wenn ich jetzt auf der falschen Seite bin? Kann ich verstehen. Ich dachte, das hilft euch vielleicht, weil das ploppt eher so, obwohl das eigentlich scheißegal ist, oder? Ich gucke immer so aus dem Bild raus, ne? Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid hier so, ist euer Chat, da. Ihr wisst, was ich meine. Ich frage mich gerade,
Ob ich das hier noch einmal upgraden soll? Ich glaube, ich muss da ein zweites Gebäude bauen. Ich kann das wahrscheinlich aber gar nicht. Oder, oh, warte mal, ist da noch Platz? Ah, vielleicht ist da noch Platz. Nö, ist kein Platz mehr. Hilfe, Hilfe. Ich vergrößere das jetzt mal. Ich weiche von den Tagesordnungspunkten ab. Dann mache ich jetzt, zack, vergrößern. Oh, ich darf das nur noch hier. Ja, macht er das? Ja. Dann darf ich da vielleicht noch ein Bauprojekt auch starten. So, wir beschleunigen die Zeit. Oben sieht man das. Da, researched, finished. Construct a new research building in an extraction district. Okay, das wäre dann hier. Dust coal mine. Disease is slightly increased. Demand 20 materials. Construction requirements. Mining operation where residue coal dust is sucked up and compressed into briquettes. Genau, das war die Geschichte. Okay, das heißt, wir können dann aus den aus dem Staub noch wieder Briketts pressen. Kann ich jetzt... Oh ja, das funktioniert sehr gut. Jetzt wäre das Tutorial hier auch gleich schon wieder am Ende. Ich glaube, wir können wieder irgendwas Neues erforschen. Ich warte aber mal ganz kurz, ob das Tutorial mich da noch in diese Richtung weiterlenkt, bevor ich eigenständige Entscheidungen treffe. Wann ist Release für Konsolen? Ich meine, es kommt zusammen, also zeitgleich Konsolen und PC. War das 25. Juni oder so um den Dreh? Hey, what's the big difference between 1 and 2? Fragt Mayuku. Hi, Mayuku. To be honest, I don't really know. I think the districts are new. This is a new feature. I never played the first part. My bad, I know. But I read that the districts are a new feature. A place to settle differences. With the new mine, we have enough coal to output... a coal output to last us a while. Yet differences between communities remain. Even under the previous leader, plans have existed to establish a council to settle such differences. More pressing problems always delayed them. The time has come, Stuart. The people want a say in how the city is run. Yeah, that is another new thing. This is was weiteres Neues. There is a council consisting of, I guess, 100 members of our community, and we have to work together with those guys. They need to approve our laws, our drafts, I think. I'm not sure. We need a council, ja. Also es gibt irgendwie so eine Art Council-Parlament und da sitzen dann so, ich glaube, 100 Leute. Und die müssen wir, mit denen müssen wir zusammenarbeiten. So, build the council hall in the central district. Enact a new law through a successful vote of the council. Genau, also es ist leider, ich bin kein Alleinherrscher hier. So, jetzt wollen wir central council hall. Kostet 20 Hitze. So, da in diesem grünen Klumpen, da können wir das reinsetzen. Na toll, das ist das Parlament. Irgendwer musste seinen Platz räumen. Ja, wir brauchen ein neues Parlamentsgebäude. Wir wollen ja auch mitreden. Ja, aber das ist doch gar kein Platz mehr im Zentrum. Wer soll denn weg? Na, wie wär's denn, wenn die Schweine Müllers umziehen sollen? Ja, ich hab gehört, am äußeren Ring, da am Hang, ist noch eine Wohnung frei. Was, die Schweinemüllers? Aber die sind seit 200 Jahren festes Bestandteil der Führungsetage. Ja, das ist mir doch egal. Los, reiß deren Gebäude ab, Willi. Wird gemacht, Boss. Und die Schweinemüllers, die wurden jetzt umgesiedelt von hier, wo sie wirklich ein tolles Leben geführt haben. Angesehene Leute, die Schweinemüllers. Und die mussten jetzt leider umziehen und hier ist ihr neues Zuhause. Direkt am Hang. Ein mit Lawinenblick ausgestattet. So, the council gathers for the first time. Enact
a new law through a successful vote in the council. First council session. Guck mal, die freuen sich richtig. Demokratie, Demokratie. People cheer as the gates of the council open. It feels like a piece of the world lost to the frost has been regained. The people are hopeful to have their voices heard. While the mechanists and foragers clash about our survival strategy, neither has a firm stance on economic or social issues. However, many in their ranks do, though they keep to the shadows for now. To pass any law in the council, you will need to the majority of delegates to support it. Open the session. Oh geil, guck mal, so sieht das aus. Wo bin ich denn? Da oben, oder? The council. People of the city, send 100 delegates to represent them. They shall not send 99 delegates, nor shall they send 101 delegates. 100 is the number of delegates they shall send, and no less or more should be put in the Senate to discuss important things. So sagten sie. Your role as steward is to propose laws that will put to a vote. However, communities have different outlook on many things. You may have negotiate or pressure them to get enough support. Das können wir ja machen, das ist ja gar kein Problem. Propose a law. Survival, economy, society. Ist alles wichtig. Wir können, oh geil, wir können einzelne Council Member anklicken. Da sitzen die Mechanists. Und hier sitzen die Foragers. Schön getrennt voneinander. Neutral, 49% of the city. These people. Jetzt sitze ich doch da vorne. Ich schleiche mich mal wieder. These people are descendants of groups that built the initial cities and maintained their machinery. They faced the great frost huddled around the generator and believe this technological marvel is why they are alive at all today. This belief shapes them. When there is a problem, they would seek a way to solve it through automation, by devising machines to do the work or exploit available resources to ensure good safety margins. To them, technological progress is the only way to ensure survival and maybe even prosperity. Klingt vernünftig, kann ich mich jetzt erstmal mit identifizieren. The Foragers. As the frost covered the earth, these people and their ancestors were caught beyond the safety of the generator cities. Forced to adapt to the harsh conditions of the frostland, they learned to survive against all odds. At times, foragers decide to settle in the cities once again. However, the ordeal of surviving the frost has developed a lasting mark. They believe adaptation is key, and growing reliant on technological gimmicks invites disaster. Machines tend to break down as soon as conditions deteriorate. Human spirit is a lot more enduring. Ja, ich finde, beides ist natürlich wichtig, aber ich finde, die Foragers sind eher sowas wie ein Reserverad und die hier sind die, die uns nach vorne bringen. Das ist das. Die hier sind der Motor und die sind das Reserverad. Deswegen, ich würde eher mit den Machinists gehen, weil, seien wir ehrlich, eine Welt, die so sehr zerbricht, dass auch solche Maschinen nicht mehr standhalten können, welche Perspektive hat der Mensch denn noch, außer sich in Schneeengelform zum Sterben rauszulegen. So. Ach ja, warte. Ey, warte mal. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Was gibt's denn hier? Survival Resources, Food, Additives, No Common Rules. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier Verschiedenes vorschlagen. There are no established standards of which additives can be put in food in times of need. Food output per capita is slightly increased. Chemical additives. Food production is, disease is marginally. Okay. Damit kann ich sozusagen ein bisschen mehr Nahrung strecken, aber die Chance auf Krankheiten wird dadurch etwas erhöht. Ist vielleicht gar nicht nötig. Es wäre so ein Gesetz, was ich machen würde, wenn absehbar ist, dass nicht mehr genug zum Kauen vorhanden ist. Zweite wäre,
mass-produced goods. Goods production efficiency is significantly increased. Aber goods demand per capita is marginally decreased. Warte mal, das ist auch beides gut. Alternative policies. Achso, jetzt kann ich mir eins aussuchen. Food output per capita is slightly increased. Das ist doch gut. Food production efficiency ist... Ah, okay. Jetzt check ich das. Ich kann mich zwischen foraged additives und chemical additives entscheiden. Und das erste hat eine etwas geringere Erhöhung meiner Nahrungsproduktion zur Folge. Und bei chemical additives habe ich significantly, also eine deutlich höhere Erhöhung meiner Lebensmittelproduktion. Dafür habe ich aber diesen Malus, dass diseases eben, also die Krankheiten breiten sich dann schneller aus. Und hier habe ich zwei Alternativen, wie gesagt, gerade vorgelesen. Goods production significantly increased oder goods demand. Also die Nachfrage ist etwas verringert. Dann, ja, also ich weiß nicht, ob man das so einfach so rechnen kann, aber wenn ich jetzt da die Möglichkeit habe, etwas significantly zu increasen, dann würde ich doch lieber das machen, weil das andere ist ja nur marginally decreased. Okay, was haben wir hier noch? Das wären die beiden Sachen. Economy. Dann haben wir noch Basic Necessities. Bare Necessities. Heat stamps, income per capita is increased. Resource production efficiency is slightly increased. Oder Trust will rise. Free essentials. Ja, Trust ist immer gut. Was ist das? Infection batch. Disease is decreased. Tension is slightly increased. Disease is significantly decreased. Shelter availability per capita is slightly decreased. Outsiders, no common rules. Allow productive outsiders. Population growth is marginally increased. Heat stamps income per capita is marginally increased. Population growth is increased by except all outsiders. Dann haben wir hier Expedition support. Exploration time is decreased. City development effort is materials. Output per capita is increased. Service exemptions. Heat stamps income per capita is slightly increased. Heatpipe Watch, Heat Demand is slightly decreased. Mhm. Und dann haben wir noch Society. Funerals, was? Trust loss resulting from death is decreased. Disease is slightly decreased. Research speed is slightly increased. Und no common rules. Percentage of active workers is slightly increased. Research speed is slightly increased. Heat stamps income per capita is slightly decreased. Okay. Sind viele Optionen. Wie wär's denn mit Resource Production Efficiency is slightly increased, Heat Stamps Income per Capita is increased. Das können wir machen, da haben wir mehr Kohle, relativ schnell. Oder wir machen direkt zu Anfang mehr Leute. Wie wär's mit Population Growth is marginally increased, Heat Stamps Income per Capita is marginally increased. Vielleicht das. Allow productive outsiders. Oh, was sieht... Oh, guck mal. People are divided. Da kann man direkt schauen, was das... Wie das ankommt. 70 hesitants. Krass. 20 delegates are predicted to vote for this law. 10 sind against. Scythe, Jenny. Gelabela, super Braumeister, da waren wir schon. Herzlichen Dank für den Support. Ja, es kommt nur so semi an, ich verstehe es nicht. Except all outsiders. Oh, guck mal hier. Da kriegen wir auch eine Mehrheit für. People are divided. Ich nehme jetzt erstmal das hier. Propose. Jetzt setzen sie sich zusammen und stimmen ab. Wow, you are tolerated. Dankeschön. Pressure delegates off. For, against. Jetzt kann ich nochmal verhandeln. Oder direkt voten lassen. Ich vote direkt. So, da gehen sie wählen. Wir brauchen 51 Stimmen. Und wir haben es schon. Wir haben 54 Stimmen. Also, das hat funktioniert. I see. Geil. Into the future. The new law has been agreed on. Good. There are challenges ahead. Improving coal extraction is a success.
but the vein will only last so long. We need to explore the Frostland for a permanent source of fuel. That's the first step in our colonization effort. If we don't take it, the city will have no future at all. This concludes the onboarding tasks in this preview. Remember, you can always consult the tutorial. The city must not fall. Okay, geil. You need to reach beyond your city not only to survive, but to thrive. The logistics district opens up access to the Frostland. By exploring and exploiting the world outside the city, you can provide your people with nearly everything they need. You can switch between the Frostland and the city by clicking the button in the top right corner. Mm-hmm, okay. Wir probieren einfach mal, ne? Establish a food colony, establish a fuel colony, establish a material colony. Explore most frosted territories. Find new source of fuel, build logistic districts in place of one of the old way stations on the city's outskirts. Find a permanent source of fuel outside the city. Okay. Dann schauen wir mal. Was ist hier? Das ist die Old Way Station. Build a logistic district here to access the Frostland. Muss ich da erstmal hin oder kann ich da direkt so ein District bauen? Was war das? Logistics District, ne? Kann ich das? Nope. Muss ich vielleicht erstmal exploren. Pass auf. Wie wäre das, wenn wir erstmal einen Frostbreak. Muss ich erstmal Frostbreaker da hinsetzen? I don't know. Keine Ahnung, wir probieren das mal. Wir frostbreaken da erstmal eine Runde. Eine permanent Fuel. Das wäre auch nicht schlecht. Was ist hier oben? Iron Ore. Okay. Das ist auch die Old Way Station. Da haben wir zwei Old Way Stations. Und das noch dafür Iron Ore auch. Ist hier noch irgendwas anderes? Nee. Das war eigentlich fast besser gewesen, ne? Da sind ja noch überall Ressourcen. Gibt's auch einen Dark Mode, ja. So. Da sind wir gleich durch. Und dann gucken wir uns das erstmal an. Ich glaube, so funktioniert das. Achso, wir können noch was researchen. Vielleicht würde es Sinn ergeben, direkt Advanced Coal Mines zu machen. Oder was Sawmills. Wir haben ja auch ganz viele Holzvorkommen. Untreated Wood Sawmill required an extraction district with a frozen forest deposit. Haben wir schon. Wie jetzt? Es kostet Geld? Warte mal. Kosten die alle Geld? Ne, für 0 Euro. Okay, Heat Demand is slightly decreased. Disease is slightly decreased. Resource Production Efficiency is slightly decreased. Ist ja alles decreased. Was haben wir noch? Filtration Towers. Squalor is significantly decreased. Plus 20 Heat Demand. Construction kostet minus 180. Man weiß es nicht. Hothouses. Industrial sized hothouse, where organic waste ferments in large vats, fertilizing revolving shelves of crops. Kostet mich auch 50 Öcken. Finde ich aber jetzt erstmal ganz gut. Requires a food district. Haben wir alles noch nicht, ne? So. Logistic Base. 15 Frostland Teams Output. Und was haben wir noch? Generator Upgrade. Das können wir hier machen. Goods Factories. Ja, also da, ich will eigentlich das hier haben. Dafür brauchen wir aber diesen. Warte. Da, wir haben doch das hier schon entdeckt, oder nicht?
Und zwar muss ich da ein District draufsetzen. Warte, was war das jetzt nochmal? Extraction District, ne? Oder? Ja, ne? Hier. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Müsste doch eigentlich gehen. So, währenddessen haben unsere Leute hier wieder etwas explored. Wir frostbreaken weiter. So. Old Waystation. Mal gucken. Guck mal, da sind sie, unsere Frostbreaker. Eisbrecher. Und bahnen sich einen Weg zur alten Station. Hier ist halt noch Iron und noch eine weitere Waystation. Das wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Ich kann ja eigentlich nochmal welche schicken. So weit ist das ja nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir gleich beide. Und hier haben wir gleich diese Holzproduktion. Da machen wir diese Sawmill-Geschichte da. Stockpiles depleted! Steward! Our initial stockpiles of food have run out. Our current output will satisfy some of the demand, but problems will mount over time. We must expand our districts or establish new ones to provide more supply. Otherwise, the city and us will suffer. Expand or build new districts to get more food. I see. Ja, sowas. I see. Haha, versteht ihr? I see. Vielleicht ein Food District, huh? Wie wär's denn mit so einem schönen Food District? Production of all kinds of food. Machen wir einfach. Da ist doch was, guck mal. Food District. Haben wir jetzt direkt da so rangedockt. Wir bauen hier alles. So, hier sind wir jetzt fertig. Hier ist die Old Way Station. Logistic District können wir hier machen. Gehen wir mal auf. What? Oh no! Wir haben 6 Food Stamps zu wenig. Na, da wird doch hoffentlich jetzt eine kleine Einnahme. Wir haben ja 11 pro Woche. Da wird gleich sicherlich noch was kommen. So, wir haben wenig Essen. Shelter, Surplus 14, okay. Heat Surplus auch da. Goods sind ein bisschen limited. Coal. Ja. Stockpiling sieht doch okay aus. So, das ist jetzt hier gleich fertig. Das ist jetzt dieser Holz-District, ne? Extraction District. Total Demand, Total Output, 150. Materials. Wood Remaining, 268, 500. So, da müssen wir gucken, dass wir da, eventuell müssen wir auch noch ein Lager oder sowas bauen. Und warte, jetzt, das ist auch gleich fertig. Und dann gucken wir noch mal eben wegen der Forschung. So, jetzt gehen wir mal in die Forschung, Research Institute. So, was wollte ich denn machen? Die Sawmills, ne? Ah, das Problem ist, kostet mich 50 und ich will ja eigentlich den Logistics Johnny bauen. Das ist halt umsonst. Ich mach mal das, was umsonst ist. Kann ich mir das Geld sparen und Logistics District bauen? Was machen wir denn hier? Logistics. Oh. Sue Miller, 12th Street Urchin, looking for trouble. Cindy's Pa went and got her. Was ist das für ein seltsamer Slang? A governess. Like she's gonna be a duchess or someone. Not on our watch.
We roughed up the little bitch all right. Ferguson boys learn this too. If they try and wife us again tonight, we'll pull razors and say we'll cut out their eyes. It'll be good fun. Ja, es ist halt einfach eine andere Gesellschaft. Es ist rough. But what we want is a proper rumble. Short blades only. Come on, who wants to play? The lack of a law regulating childhood is causing tension to rise throughout the city. Habe ich irgendwelche Optionen? Das finde ich ein bisschen blöd. Ja, wir müssen hier im Childhood regulieren. Das ist wichtig. Ab wann ist man strafmündig? Offensichtlich mit 12. So wie die sich hier benimmt. Können wir nicht jetzt... Ich glaube, wenn der Logistics District fertig ist, dann können wir ins Wasteland raus. Dann können wir diese Colonies machen, oder? Das ist ja auch gleich soweit. Ich mach mal Spur mal vorher. Jetzt haben wir 71 Öcken. Das ist gut. Scour the Frostland. Our logistic district is ready and Frostland team stand by for orders. Frostland exploration is now available. Geil. Okay. Wo gehen wir denn hin? Valley, Mountains, Frozen Desert. Oh, Feral Children. Oh Gott, sehen die gemein aus. Alter, der Typ da oben. Der wird niemals ein guter Mensch sein können, wie der guckt. Stuart, 5 children are dead and dozens lay wounded after 2 large youth gangs met for what they called a rumble. Most of the children were armed with knives. The fighting escalated to a full-scale battle. Unfassbar. As the parents of the deceased mourn, many insist these children should not have been left unattended. Indeed, many backstreet alleys seem to be overtaken by uncared for youth. Some areas are beginning to be dangerous even for adults. The persisting lack of law regulating childhood is causing crime and tension to rise even further. These children are our future and they must be attended. You will have 30 weeks to pass a law regulating childhood. Der Witz ist, das geht ja gar nicht 30. Deswegen machen wir das natürlich. Ist ja logisch. Wir schmieren den Honig ums Maul und die Beta wird enden hier, bevor die 30 Wochen vorbei sind. 5 Chill. Alter Schwede, ey. Was? Die sind ja völlig wahnsinnig, die Kinder. Völlig wahnsinnig. The city grows. Population growth. Stuart, a new count has revealed significant growth in our population in recent weeks. Some attribute the rise to an influx of settlers from the Frostland, others to birth outnumbering death. Whatever the cause, we have adjusted our calculations of the city's needs to reflect the new numbers. Naja, also 5 Kinder kann man ja offensichtlich abziehen. Aus Versehen habe ich so lang gemacht. Das wollte ich gerade gar nicht. Wieso habe ich... Ey, ich habe es komplett aus Versehen auf superschnelle Geschwindigkeit gestellt. Das wollte ich gar nicht. Growing hunger. Oh, das war gerade mega dumm von mir. Stuart, with hunger becoming a pressing concern, you must find practical solution to address the growing food shortage and ensure our people are fed. We either can think about improving methods of growing food in the city... Or look for more sources of it. Exploring new territories can enhance our possibilities in that matter. Ja, das war gerade. Ey, oh Mann, ich war die ganze Zeit noch auf fastest Game Speed und das war eine mega dumme Idee. So, possible findings food. Das ist wichtig. Und ja, let's go. Ist unterwegs, oder? Ja. Also, Hunger und Crime. Und jetzt müssen wir mal die Laws kennen. Ne, das war falsch. Hier, Council. Council in Recess. Shit. Okay, das heißt, ich kann gar kein Gesetz vorschlagen. Hm.
Sehe ich das richtig? Da muss ich was machen, sobald ich kann. Und wir müssen Food... Aber hatte ich nicht ein Food District gebaut? Extraction District? Food District. Was kann ich denn hier noch bauen? Wie sieht's denn hier aus mit Essen? Unfulfilled. Oh ja. Okay, shit. Wir müssen dringend mehr Essen finden. Das ist Iron Ore. Gibt's denn hier noch was zu essen? Frozen Forest. Guck mal, hier ist noch wieder so eine Old Way Station. Ja, Mist. Shallow Coal Deposit. Ja, ich brauche was zu essen. Hier, Fertile Ground. Da müssten wir hin. Das heißt, wir nehmen uns mal die genau und gehen. Dahin. Da können wir noch was machen. Fertile Ground. Wir brauchen noch mehr zu essen. So, und Research. Lass mal gucken, was hier mit Essen noch ist. Wir brauchen Coal Mines, Advanced Coal Mines. Mm-hmm. 30 Goods Output, Disease is Increased Heat Demand. Kostet 50 Öcken. Aber das sind nur Goods, ich will ja Foods. Coal, Sawmills. Wo kriegen wir denn Filtration? The filth, grime and pollution present in the city. Ah ja. Wir wollen erstmal was zu essen. Wie lange ist die Spieldauer? Weiß ich nicht genau, Kravel. Guck mal, hier ist Food. Da müssen wir hin. Hier ist der Food-Bereich. Logistic Base. Also vielleicht muss ich doch mit Hothouses anfangen. Und dann machen wir erstmal das. Economy. Work Compensation. Housing Block. Maintenance. Society. Hospitals. Youth. Ah. Können wir nicht, aber Hospitals können wir erforschen. Okay. Da können wir uns dann was aussuchen. Aber gerade so. Ist glaube ich alles. Können nichts mehr machen, ne? Können nur eins machen, oder? Housing Block. Ne. Können wir nicht. Können nur eins zur Zeit. 15 Wochen braucht die Expedition noch. Ja, ich befürchte, das mit dem Gesetz wird schwierig werden, wenn die alle... Ah, warte mal hier. Da sind wir noch in Recess. 7 Wochen, 3 Tage. Aber ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben. Sonst sind die alle pisst. Mit der höheren Bevölkerung geht ein wenig das Gefühl aus Teil 1 verloren, dass jeder Arbeiter zählt. Der soziale Aspekt eine ähnliche Angst wie die Kälte schnürt, wird man sehen müssen, meiner Ansicht nach, sagt Azarin, ja. Check mal, ob du bei den Tags zwischen zwei Optionen umschalten kannst. Du meinst hier? Quasi in dem Fall jetzt, wenn ich da draufklicke. Hier, ach so, ja. Mh. Das, was die einen wollen und das, was die anderen wollen, ne? Meinst du? Ja, muss man ja mal gucken, ne?
Was wollen die ein? Also sehr viel ist hier das Management der verschiedenen Fraktionen. So, warte. Ich bin immer noch auf Pause gewesen. Jetzt machen wir hier weiter und dann baue ich da ein Food District. Und dann wird das schon passen. Hoffe ich mal. New Law available, aber ich sehe das ja. Kann ich das überhaupt schon mal sehen? Explore Laws. Society. Da, das will ich jetzt einbringen. Können wir uns schon mal angucken, wenn die irgendwann wieder da sind. Das ist quasi das, was gerade aktiv ist. Family Apprenticeship. All children must work alongside one of their relatives so that they learn their trade and continue the family tradition. Percentage of active workers is slightly increased. Oder mandatory school. To guarantee that all children have the skills and knowledge needed in the city, we will establish a mandatory school program supported by the city. Research speed is slightly increased. Heat stamps income per capita is slightly decreased. Klar, weil die ja nicht mitarbeiten können. Also, ja. Eins von den beiden müssen wir in jedem Fall machen. Und das Society. Oder das. Funerals. Nö. Das ist erstmal wichtig da. Das ist das, was die gefordert hatten auch. Komm, let's go. Food District muss fertig werden. Damit die mir hier nicht verhungern. So, sehr gut. Wir gehen auf District und machen einen Food District. Bam, 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 bam. Und das Iron Ore. Warte, kann ich den Food District noch vergrößern? Das machen wir auch. Gibt es hoffentlich dann mehr Essen. Yummy, yummy. Die ist gleich fertig, die Plains Expedition. Kurz ein bisschen schneller. Was? Hat die das nicht gerade fertig? Time to jet 17 weeks. Ich dachte, das wäre jetzt fertig. Ja, wir werden sehen. So, das mit dem Essen wird hier. Die Essenssituation wird jetzt sehr viel verbessert. In 2 Wochen ist der Council zurückgekehrt aus der Inaktivität. Und zwar jetzt. Und jetzt können wir die Society Rule machen. No common. So, people are divided. Ich glaube. Gleiche Ausgangssituation. Ja, also, ich meine, wir leben natürlich. Also, eigentlich würde ich sofort sagen: Ja, Schule ist das Wichtigste. Auch um zu gucken, dass die talentierten Menschen erstmal identifiziert werden, ne? Weil es gibt ja so viele kluge Köpfe, die gar nicht an der am Voranschreiten der Gesellschaft teilhaben können, weil sie dann Rohrreiniger sind, weil ihr Vater Rohrreiniger ist oder so. Deswegen finde ich den Gedanken, gerade in so einer Gesellschaft, die sich unter Druck von außen befindet, also wenig Essen, schlechtes Wetter, dass da die schlauen Leute einfach rausgepickt werden können. Und das geht ja nur, wenn man so eine Art Schulsystem hat, wo geguckt wird. Und da wäre ich Fan, machen wir eine knackige Schule, sagen wirklich, okay, pass auf, das ist sehr elitär. Wir gucken, wer sind die wirklich Superbrains? Die werden relativ schnell in eine Spezialförderung gepackt. Die Eltern werden entschädigt, weil Arbeitskraft in der Familie fehlt. Und die Leute werden dann einfach in so einer technokratischen Gesellschaft als die Leute herangezogen, die uns grundsätzlich voranbringen.
Und die anderen können dann in den Beruf ihrer Eltern gehen. So. Oder? Deswegen sage ich mal Mandatory School, auch wenn natürlich jetzt ist reines Roleplaying, ne? So, da weiß ich nicht, ob das smart ist tatsächlich. Aber ich finde einfach als Roleplay-Aspekt sage ich das. Tu es. So, wir werden sehen, wie sich... Ich vote. Ich negotiate nicht. Ja. Let's go. Ey, das ist ja so lächerlich. Einer hat gefehlt. Hör auf. Okay, aber dann seid ihr selber schuld. Dann töten die Kinder sich wieder gegenseitig in der Straße. Das ist nicht meine Schuld. Crime in the city. The crime problem in our city continues to worsen. Scarcity of goods may drive people to acts of crime when they don't see other ways to obtain necessities. Making goods available helps ensure people don't revert back to a free-for-all. If they do, watchtowers and prisons might become necessary. It's also worth examining if our laws are helping us fight crime. If crimes runs rampant, people might be injured or killed. Tensions will grow and radicals among us will grow in popularity. We best ensure it does not come to this. Crime has risen to a concerning level. Ja, ich darf jetzt kein weiteres Gesetz vorschlagen. Das ist ein schwerer Schlag für mich und für die Welt, in der wir leben. Was ist Output 54? Ist das jetzt geregelt? Nö. Wir werden das einfach nochmal ein bisschen vergrößern hier. Darf ich? Nö, kein Platz. Doch hier. Ich darf nur noch unten. Da unten bauen. Aber Food District muss groß sein. So, was können wir denn da drin bauen? Wir haben noch gar nichts. Ah, 150 Heat Stamps brauchen wir. Mist. Aber das ist nur die Stockpile Capacity, die wir dadurch erhöhen. Ich hätte gedacht, wir können irgendein Gebäude bauen, was den Output erhöht, aber ist leider nicht so. Ja, dann halt nicht. Oh, Dust Coal Mine. Was ist mit... Ja, einen Sawmill haben wir noch gar nicht erforscht. So, der macht das größer, das ist gut. Ja, wir müssen immer noch mehr machen. Das reicht nicht. Was ist denn hier mit dem... Das Plains Expedition Time left 6 weeks, 1 day. Da sind wir noch nicht. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, bis hier die Research fertig ist und der Council wieder zusammenkommt. Das ist natürlich echt total blöd gelaufen. Kann man nicht anders sagen. Wir können in der Zwischenzeit nochmal gucken, was wir hier noch... Guck mal, da ist noch was. Das ist Kohle. Was ist das? Achso, da kann ich... Ja, das ist wieder so ein Waypoint. Okay, das kannst du nochmal einmal entdecken. Und... Ja, Food sehe ich jetzt... nicht mehr. Das ist halt Kohle. Brauchen wir auch, ne? Aber ich sehe jetzt erstmal nichts zu essen. Das ist sehr, sehr schade. Vielleicht sollten wir dann doch nochmal zu der Kohle uns hin schlawinern. So. 4 Wochen. Wir machen kurz ein bisschen schneller.
Biowaste Drum Hothouse. Ah ja. New building proposed by Forages. So, wir können was Neues erforschen. Ich will aber zum Essen da. Ich will zum Essen. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen was zum Schnabulieren. Da, Advanced Hothouses, Food. 160 Food Output. Disease is increased 20 Heat Demand. Und die sagen 120 Food Output. Squalor is increased. Also das ist the filth, grime and pollution present in the city. It is produced by the generator, heavy machinery and poor sanitation. Und 40 Hot Demand. Hier haben wir 20 Hot Demand. Disease is increased. Ja, da müssen wir ein Krankenhaus bauen. Ich würde das jetzt hier... Oh, 100 Öcken kostet das. Krass. Aber wir brauchen einfach... Wir brauchen Essen. Muss passieren. Oh, oh. Ich arbeite dran. Mehr kann ich nicht machen. So, wir können hier nochmal ein District bauen. Oh, was haben wir hier Neues? Construction. Achso, Research and Food Depot. Was ist hier neu? Biowaste Hothouse. Kostet mich sehr viel Heat Stamps. Habe ich gerade nicht. Müssen wir warten. Können wir aber gleich bauen. Dann geht's allen besser. 80 Food. Was machen wir? Oh. Promise broken. Ja, you did not regulate childhood in time. Chaos around this topic persists in the city. Und das ist ja wohl die größte Schweinerei überhaupt. 51 waren nötig. 50 Leute haben das Gesetz gewählt und 50 nicht. Also seid ihr doch selber schuld. Wenn eure Kinder auf den dreckigen Straßen dieser Stadt herumvagabundieren und sich gegenseitig mit halbscharfen Rasierklingen die Augen rausschneiden, wie es da im Text stand, dann könnt ihr nicht den Steward, dann könnt ihr nicht mich dafür verantwortlich machen, sondern euch, eure inneren Konflikte, eure politischen Kammerspielchen, die ihr dort abhaltet, alles auf Kosten eurer eigenen Kinder. Und jetzt mir das in die Schuhe zu schieben, ist falsch, ist schäbig, ist schlecht. Und wird langfristig zu nichts führen, außer dass ich beleidigt bin. Und das wollt ihr nicht. Aber I have the promise broken, genau. Promise rot-weiß. William Hoff, Hunter. A new voice has bloods. I doubted we could adapt ourselves to the cold. Yet this city dictates when and how we work by adjusting to the weather. I doubted this would could... Excuse me, I had a hair in my mouth from my beard, from my mustache. There was a loose hair, and it was on my tongue. I started again. I doubted this world would still reward competence. But they recognized my worth and granted me entrance. This made me realize what this city can become. The times of mere survivals are gone. We must organize. A brighter tomorrow is within our reach. Iceblatz formed in support of weather-adjusted shifts and allow productive outsiders. Okay. Geh ich mit. A new voice. Die Iceblatz. 6% of the city. Hardened survivalists. They recruit from the most resilient and capable individuals in the city. This is their manifest. Erstens, Adaption. It's a harsh world, and only the fittest survive. We must embrace Adaption, fostering resilience in the face of adversity. Merit. Resourcefulness should be rewarded. We must praise personal achievement and reward individual merit. Tradition. We preserve because we honor tradition. This is how we should build our society. Naja, I see. Eine dritte Fraktion, ja? Hat sich einfach so rausgeschält. So. Zurück zu mir. Law Proposal. Survival.
weather-adjusted shifts. Heat demand is slightly decreased. Disease slightly decreased. propose. Against. For. Negotiate. Negotiate with. Mechanist. Partially open to negotiate. Won't negotiate. Dann machen wir mit denen hier. Vote for. They will support the law during the next voting. My terms. Vote against. Vote for. Their terms. Use the community action on machines. Community action grant agenda. Oh. Was? Demolish dust coal mine? Bist du bescheuert? Never. Policy city development effort. Everyone must support the extraction work in an effort to gain more resources for the city. Ja, pff, meinetwegen. Except. Jetzt habe ich mit denen verhandelt. Und. Da wird zwei kriegen wir doch noch von den Hesitants. Vote. Ein, ja, und der Vote ist durch. Ja. Manchmal muss man Kompromisse eingehen. So, find a permanent source of fuel haben wir noch nicht. Was ist denn hier damit? Oh, guck mal, das ist fertig. Oder? What? Just around the riverbed. Bend. We followed a petrified river up through the frost and spotted a sharp bend north of here. Could be an indicator of an underground resource, likely oil or gas. I see. Valley. Findings coal. Nee, was ist mit dem Essen? Mountains. Possible findings coal and materials. Hills. Essen. Challenging territory. Unsafe territory. So, wir hier, warte mal, waren wir nicht hier schon? Wir hatten doch schon mal irgendwas in die Plains geschickt, oder nicht? Okay, Mist. Das hätte ich machen sollen, ne? Aber was ist denn, wenn ich die cancel? Warte. Cancel. Ja. Okay, mach mal. So wie ihr das gesagt habt. So, hier war ich. Dann war das das Gebiet. Da, let's have a look. Not enough resources. Resources will be sent to the city. Food deposit. Geil! Richtig geiles Food deposit hier. Guck. Required. Nee, warte. Wenn ich jetzt... Canceln wir das mal. Warte. Harvest. So. Aber sowas von. Geil. Das können wir jetzt richtig harvesten. Und das war viel wichtiger. Jetzt haben wir noch 5. Aber das kostet 10. Können wir uns noch irgendwas anderes leisten? Ja genau. 40. 40. Nee, das können wir uns nicht leisten. 10. 40, 20, okay. Das waren schon die günstigsten. Okay. Wir harvesten Food. Das ist wichtig, deswegen haben wir das ja gemacht. Let's go for the food. Jetzt hatte ich doch diese Idee in meiner... Guck mal, Construct Building. Da, das ist es doch, oder? Ja. Biowaste Drum Hothouse. Da können wir das hinsetzen. Sehr gut. Es gibt noch mehr Essen. Also wir nähern uns diesem Problem an. Und dieses Guts-Ding ist auch nochmal hier ein Problem. Ei der Daus. Was haben wir hier? Harvesting.
areas can be found everywhere around the Frostland. Das hatten wir gerade gemacht. They are an alternative source of food. Contrary to outposts, harvesting areas don't need to be connected to the city by a trail or railroad. They just need Frostland teams to operate them to start providing food. You can research harvester hangars to increase the amount of food provided by harvesting areas. Okay, harvester hangars können wir erforschen. Das können wir nicht machen. Das können wir alles noch nicht machen. Wir können aber ein bisschen Frostbreaken. Wo wollen wir denn mal hin Frostbreaken? Hier ist noch irgendwas. Hier haben wir, glaube ich, alles soweit entdeckt. Was ist denn damit? Bringt uns das irgendwas? Wenn wir diesen Bahnhof da auch noch finden, da können wir auch Logistik bauen, ne? Logistics Center. Okay. Sind das hier Kälteperioden? Ja. Guck mal, hier oben sieht man das. Das wird ja gefährlich werden. Colder Season, Warmer Season. Der Skeptical. Wir brauchen eine permanent source of fuel outside the city. Das werden wir wahrscheinlich durch eine Expedition auch finden. Establish a food colony. Haben wir doch. Nee, haben wir nicht. Was? Doch, haben wir das nicht? Haben wir nicht eine Kolonie gemacht? Wo stehst du denn? Ja. Bin ich ganz sicher. Oh, Eisplatz Rallies Build Support. Geil, der guck mal, der catcht mit einem Eisbär. Oben ohne. Stuart, the Eisplatz have started gathering for rallies supporting your rule. Ja, geil. Showing off frostbite scars and almost inhumane resistance to cold. They enthrall passers-by with feasts of strength and endurance. One of them stripped half-naked and wrestled a bear with bare hands. Cold and hard as steel, a man like that could survive anything, said an onlooker. What could we become if we cast away superficial gizmos and rely on inner strength? The Eisblood proclaim several things they believe will improve the city even further. Do you want to support one of them? Ja, die supporten mich ja auch. Die haben Argumente. Muss man einfach sagen. Also, we should move toward a society built upon tradition. We should move toward a society built upon merit. Mhm. Promise to research heat recycling. Ja. Finde ich das Einfachste. Heat Recycling. Oder, ja. Ich mach mal das. Das verspreche ich euch. Faction can engage in rallies if they have positive relations with you and tensions in the city is low. Ah ja. Okay, das müssen wir jetzt auch einhalten, ne? Dass wir denen jetzt das auch geben, was sie wollen. Das ist die Rallye hier, ja. Apropos, haben wir genug Häuser? Nee. Nicht wirklich. Aber wir können, eins können wir noch vergrößern. Und zwar... was ist denn da? Das ist doch... Nee, warte mal. Das ist doch ein Housing District hier, oder nicht? Nee. Also, dann machen wir noch mal ein Housing. Ach, kein Geld. No. Kein Geld. Max Horkheimer, 29, Researcher. Looks at Eisblood's members leaving the Institute. They keep looking at my hands. Every day they come and pester me about my work. What are you doing right now?
Can we push the other research along? Why are you halting the drafting of the law we discussed yesterday? They want to influence what we do. Eisblatz. Ja, okay. Das ist mal eine interessante Rückmeldung. Also wir haben jetzt viel für Nahrung getan. Das sieht jetzt auch gut aus. Jetzt müssen wir uns auch um die anderen Dinge natürlich noch kümmern. More heat. More goods. Materials are limited. Aber da gibt es noch einiges. Oh, guck mal. New Law. Ach was, Council in Recess. Das stand doch schon, ist fertig. Da. Und zwar hatte ich doch jetzt, was hatte ich denen jetzt versprochen? Da, Promise to Eisblatz. No common rules. Exploration time is decreased. Material output per capita is increased. Ja. Haben wir versprochen. Oh, geil. Das wird doch klappen. Ja, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Propose. Da brauchen wir nicht mal negotiaten, das wird durchgehen. Wenig. Jawohl. Ein weiser Herrscher hat es vorhergesehen und er erfüllt sein Versprechen. Die Eisblatts mögen uns. Favorable. Neutral. Skeptical. Die Mechanists sind nicht unsere Freunde. Das ist schade. Du hast das andere versprochen, oder? Nee, warte, das war doch das. Oder nicht? Stand da doch. Stand da doch. Central District. Was ist denn hier? Da, Häuser. Housing District. Oh, das ist weit weg vom Kern. Ich glaube, ich baue lieber noch einen weiteren. Ah, darf ich mir nicht kaufen. Housing District kostet. Was kostet das? 40 Heat? Wie ist es mit Heat? Ugh. Oh, da müssen wir auch mal gucken. Alter Schwede. Wir müssen erstmal gucken, dass wir. Oh, was ist das denn Geiles? Air Transport Hub. Reduces Workforce Requirements in all neighboring districts. Das ist der Hammer. Okay, das merke ich mir, weil es hier geil aussieht. Wir müssen. Uns fehlt es wirklich an allem. 10 Leute haben kein Zuhause, das ist. Ja, wir müssen eher auch mit Heat gucken und so. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen vielleicht dann mehr Kohle, oder? Hatte ich nicht noch ein Kohle-Ding gefunden da oben? Komm, wir machen nochmal ein Coal-Deposit. So. Ich muss hier vielleicht auch ein bisschen mehr Raum noch freischaufeln. Weil ich habe hier nur diese lange Nase hier, diesen Strich gemacht. Das ist nur das Gebiet, in dem sich das fortbewegen kann. Oh, an old enemy. Stuart, it was only a matter of time. We had an unusually long streak of mild weather. But now the meteorologists are clear. There is a familiar drop in air pressure to at higher altitudes. A whiteout is coming. The wind will cause extreme cold and the clouds will blot out the sun. Without shelter and ample fuel, our people will be at mortal risk. We have to prepare. A whiteout arrives in 80 weeks. Heat demand will increase greatly during the whiteout. We will be ready. We will be ready. We make the coal run. Smoothly. Through coal distribution pipelines for coal.
Ja, bauen wir hier hin. Bauen wir das zu Ende. Wir müssen uns bei diesen Maschinisten mal ein bisschen einschleimen. Und wir müssen mal gucken, was hier jetzt Phase ist. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 5. Ich brauche mehr Frostland-Teams. Das heißt, ich muss noch einen Logistics-District bauen. Und dann kriege ich mehr von diesen Exploration-Teams. Das heißt, da und da muss ich noch einen bauen. Das kriegen wir hin. Warmer Season. Heat Demand is decreased. Ja, geil, danke. Das hilft uns kurz. Alles ist rot. Wir müssen einiges unternehmen. Never throw rubbish on the road or in the snow. Ja. Research findet Biomass Drum Hothouse. Sehr gut, das ist fertig. Hatten wir nicht wieder auch irgendwas versprochen? Irgendjemandem? War da nicht ein Versprechen gegeben? Das hier, ne? Promise to Iceblatz, ja. Okay. Dann kriegen die das auch. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Heat output is extremely increased per expanded extraction district. Extraction district. Jo. Haben die sich gewünscht. Oh, war das jetzt richtig? Fuck, warte mal. Das habe ich gemacht, ne? Das, was die wollten. Das, ja, das wird doch hoffentlich. Ja, das wollten die doch. Ich halte meine Versprechen immer, das ist das Wichtigste. So, das ist auch fertig, ne? Extraction District. Das heißt, da können wir... Oh, noch ein Biowest Hothouse. Ah, oh, habe ich nicht genug. Biomass Drum Hothouse. Da kriege ich 160 Food. Das ist quasi die verbesserte Version, ja. Sehe ich das richtig? Ist auch ein bisschen teurer, aber dafür kriege ich deutlich mehr Essen. Essen ist aber da gerade eigentlich ganz okay. Ich wollte eigentlich dann Extraction, das Chrom Mine. Ah, okay. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Kohle. Das ist ja auch einfach wichtig, ne? Geil. Jetzt haben wir einen Surplus. Natürlich zum einen, weil eine warme Jahreszeit ist, aber ich glaube auch wegen der zweiten Kohlemine. Das gefällt mir. Das heißt, da ist auch alles okay. Das ist fast okay. Materials und Goods. Da müssen wir uns natürlich drum kümmern. Ja, das können wir dann nicht machen. Oh, wir können ein neues Gesetz schon vorschlagen. Haben wir wieder irgendwas? Haben wir noch irgendwas versprochen? Nee, ne? What? Workplaces determine their own working hours depending on their specific needs. Heat demand is slightly decreased. Resource production efficiency is slightly decreased. Warum? New content. Achso, das ist einfach nur new content. Nee, aber das wird abgelehnt. Da haben die gar keinen Bock drauf. Was ist denn jetzt mit der Kriminalität? Society? Da, können wir jetzt da noch irgendwas machen? Das wurde abgelehnt. Family Apprenticeship würden die annehmen. Ja, dann machen wir das jetzt. Supported by Iceblatz. Das wolltet ihr doch. Ich will das mit den Kindern jetzt regeln. Ich habe keinen Bock, dass sich diese Kinderbanden gegenseitig abschlachten auf der Straße. Das ist überhaupt nicht in meinem Sinne. The votes are in. The measure passes. Law passed. I see. Hervorragend. Okay. Ja,
Das ist doch gar nicht so schlecht. Dr. Roberta Neumann. The city is changing. We started a family here. We bought children. We toiled against the hardships like everybody else. But now these Eisbloods, they walk around telling people what to do, what to think. What they spout, though, is utterly folly against everything that made us. We will not have it. The fate of our children is at stake. We will chart the path for our city. Technocrats have formed an opposition to the Eisbloods. Ach, kommt, Leute. Weißt du, was ich nicht verstehe? Die Welt steht vor dem Abgrund. Die Menschheit vor dem Untergang. Und ihr streitet euch wegen sowas. A new voice. Technocrats. Opposing. Tech-minded and calculating people. Recruiting those who value a cold and rational argument. Their manifest? Progress. Machines. Automation. 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 And technology is the only path to move beyond survival into prosperity. Equality. Simulations prove that equality of all citizens is the only model that does not ultimately lead to collapse. Reason. Everything can be solved through a rational argument. Reason should guide us through changes we require. Damit kann ich mich identifizieren. Das klingt jetzt erstmal, ne? Also eiskalte, kalkulierende Leute. Aber die haben ja recht. Das Gesetz der Logik. Das kann einer Gesellschaft schon gut tun. Und es ist, viele Dinge sind ja auch unlogisch. Zum Beispiel ist es auch unlogisch, sich auf verschiedene Mini-Splitter-Fraktionen aufzuspalten und dann diese kleine Oase des Lebens zu gefährden aufgrund interner Streitigkeiten. Das ist auch nicht logisch. Deswegen, ja, Technokrats finde ich gut, kann ich mich mit identifizieren. Die sollten einfach mir die uneingeschränkte Herrschaft geben, dann würde es allen besser gehen hier. Das ist doch klar. Wir brauchen solche Sachen. Okay, wir müssen hier diese Waystations bauen. Dafür brauchen wir Logistic Districts. Können wir uns nicht leisten. Wir haben zu wenig Heatstamps. Wir brauchen mehr Heatstamps. Vielleicht sollten wir die Steuern erhöhen. Wäre in meinem Sinne. Wir brauchen mehr Geld. Ja, Mary habe ich gesehen. Wann haben wir angefangen? Ja, machen wir gleich. Oh. Promise to Eisblocks. Eisbloods kept. The Eisbloods are delighted you kept your word. They now look upon your rule more positively and consider you a leader with integrity. Because you kept your promise to research heat recycling, relations with the Eisbloods improve. Trust rises. Geil. Wie viel Geld haben wir? 141 Öcken. Was kostet mich dieses, die Waystation? Playstation? Nein, Heatstamps fehlen mir noch. Nein. Was? Stuart, there's a lack of space labor in the city. We are all stretched thin. It may be wise to seek laws or transport structures that will help us get more done. Otherwise, we may have to prioritize what work gets done, which districts stay open and which we close. Uh-huh. Ja, da gab's doch mal. Hatte ich nicht so ein Gesetz erlassen, was da sogar positiv drauf einwirkt? Ich baue jetzt nochmal ein Logistics District. So. Dann kriegen wir mehr von diesen. Wo ist es? Davon. Frostland Teams. Und dann können wir einige Expeditionen starten. Nee. So, was ist hier? Läuft das noch? Ja,
Die lassen wir da permanent drin. Gleich, wenn das fertig ist, haben wir 15. Und dann können wir das hier auch starten. Da gibt es dann Coal. Also, sobald das hier fertig ist... Oh. Oh, 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 oh. Technocrats begin protesting. Ist das logisch? Stuart, the technocrats have been growing skeptical towards the direction you lead the city in. Now they decided to protest, blocking all activities in the district. This city is changing, and for the worse. More decisions like this, and it will endanger everything we stand for. They demand your repeal family apprenticeship. Was? Warum? Das haben wir doch gerade erst einen Auftrag gegeben. They will keep protesting until you respect their demand or force them to disperse. They also dislike allow productive outsiders, expedition support, and bio-waste drum hothouse. Repeal family apprenticeship. Ignore for now. Mhm. Nee. Das ignore ich. Ich bin jetzt nicht so... Nee, 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 nee. Ach du Scheiße, die hassen mich. Opposing. Aber die Eisblatts, die sind die stärksten. Und die Foragers, die lieben mich. Und das sind 10%. Und das sind 41%. Das heißt, 51% lieben mich. Und die sind halt die stärksten. Die Eisblatts sind die stärksten. Das ist die Kampftruppe da. Die, wie beim Eishockey, die Enforcer. Also mir kann nichts passieren, solange ich die hier bei mir habe. Notable Tensions, also. hier sieht man, was so Grund für Zwistigkeiten ist. Aber so ist es halt. Oh, hier, da protestieren die. Yeah, wir wollen das nicht. Ja, kann ich nichts gegen tun. Stuart, if you don't want to negotiate with the protesting faction, guards can disperse them. However, if you improve relations, the protests will also cease. To this end, we can fund their projects to appease them. Granting them agenda is a fair way to give them a chance at changing the city. Otherwise, we can make a promise to change a different matter that concerns them or promote the faction as a whole. Okay, wir können denen was funden, aber ich habe kein Geld. Fund projects, keine Kohle. Promote. Ne. Make promise. Ich könnte die hier promoten, aber die sind schon meine besten Freunde. Mhm. Greatly improve with the ice bloods. Oder mit diesen hier. Die machen nämlich sehr viele Member aus. Make promise. Ja, so kann man sich einschleimen. Das geht immer auf Kosten der... Also Politiker ist schon schwierig. Man muss seine Balance halten. Das ist nicht immer einfach. So, wir können jetzt diese Expedition machen. Launch Expedition. Let's go. Dankeschön. Da sind die... Da ist die zweite Expedition. Okay. Wie sieht das ansonsten aus? Essen ist einfach unglaublich, wie viel Essen wir haben. Stockpile ist bald voll. Ich muss eigentlich ein zweites Lager bauen. Tatsächlich. 174 Wochen haben wir noch Vorräte. Das ist großartig, was ich geleistet habe für diese Gesellschaft. Wir haben Heat Surplus. Das ist groß. Wir haben Materials sind limited und Goods sind auch sehr, sehr limited. Man könnte sogar sagen, sie sind scarce. Aber das ist nicht so schlimm. Das Wichtigste ist Essen, ein Dach über dem Kopf und Wärme. Das sind die drei Sachen, die einen überleben lassen. Der Rest ist zu vernachlässigen. Wir haben genug Kohle. Alles, also sorry, dass sie das nicht sehen können. Dass sie sich in ihren kleinen Machtspielchen blind machen für das, was wirklich zählt. Nämlich, dass ich hier als der Anführer, als ihr Steward dafür gesorgt habe, dass die wichtigsten Grundbedürfnisse der Menschen befriedigt sind. Da gibt es niemanden, der auf die Straße geht und sagt, ja, das ist unser Mann, der hat es wirklich geschafft, was ein geiler, toller Typ, richtig guter Typ. Was? Promise to the machine is broken. Was? Was habe ich denn gebroken? Oh, Past City Development Effort. Wann habe ich denen das denn versprochen?
Das war mir nicht bewusst. Naja. Das finde ich auch ganz nice, so mit diesen Bruchlinien. Waste Heat Conversion. New Work Model. Die Eisplatz finden es richtig geil. The harsh world has no place for weakness. We will solely rely on the fittest and strongest workers and push them to achieve their maximum potential. Ganz schön geil. Was ist denn mit den anderen Boys? Die mich gerade nicht mögen. Kann ich was für die tun? Sowas wie Goods Factory oder Goods fehlen uns ja auf jeden Fall. Die Foragers finden es gut, okay. Was sagen denn die Meshen? Die sind skeptical. Ja, natürlich sind sie das. Und die Technocrats, die opposen das. Ach, hör auf. Ja, was wollt ihr denn dann hier? Sawmills. Technocrats. Seid ihr auch für irgendwas zu haben oder so? Oder seid ihr aus Prinzip gegen alles? Ihr müsst doch auch... Unglaublich. Guck mal hier, die hassen alles. Die hassen einfach alles. Ja, natürlich opposed ihr das. Das ist ja unfassbar. Housing Block. Wir brauchen Crime. Youth. Stellt sich raus, die mögen es schon wieder nicht. Naja. Aber okay. Wir machen an der Stelle eine Pause. Denn ich finde, wir haben unser Land in einen sehr überlebensfähigen Zustand gebracht. Und wer das nicht sehen kann, der braucht eine Brille. Das ist Frostpunk 2. Ich habe den ersten ja nicht gespielt, deswegen fällt es mir schwer, da jetzt irgendwelche Unterschiede rauszuarbeiten. Das wäre auch ein bisschen albern. Es scheint mir schon recht komplex zu sein. Insbesondere, also das Kernelement des Spiels ist halt das Managen dieser verschiedenen Fraktionen, die ja dann auch mehr werden. Das fängt mit 2 Fraktionen an. Jetzt haben wir schon 4. Und man kann es nicht allen recht machen. Es gibt nicht diesen einen Weg, sich mit allen gut zu stellen. Jemandem Gefallen zu tun, hat immer den Preis, jemand anderen zu verärgern. Und dann muss man sich da so durchschlängeln, durchmanövrieren. Und dann versteht man auch, weshalb Politiker so nichtssagende Schleimbolzen sind. Weil die offensichtlich genau durch so ein System gehen müssen. Vielleicht ist das die eigentliche Lektion hinter diesem Spiel. Ein bisschen Verständnis aufzubringen. Für unsere Politikerinnen und Politiker. Vielleicht ist es das. Ich finde es tatsächlich ganz interessant. Es scheint mir sehr auch so anspruchsvoll zu sein. Es hat so random Events, mit denen man immer wieder umgehen muss und die das Spielerlebnis vermutlich dann auch einzigartig machen, weil immer wieder andere Sachen passieren und sich dann kein Spiel exakt so ausspielt wie die Runde davor. Also es hat, glaube ich, auch einen hohen Wiederspielwert. Das ist jetzt der Sandbox-Modus, haben wir ja zu Beginn des Videos auch gesehen. Es wird dann später auch einen Story-Modus geben, eine Kampagne. Da wird man vermutlich dann auch die Spielmechanik ein bisschen kleinteiliger beigebracht bekommen. Hier ist ja im Grunde genommen alles direkt verfügbar. So ist man vielleicht auch etwas erschlagen, wenn man gar keinen Zugang oder keine Vorerfahrung mit Frostpunk hat. Aber doch, das hat Potenzial in dem Fall. Und ich mag das Visuelle. Also mir gefällt das, wie es aussieht. Ich würde mir wünschen, dass man noch ein bisschen näher ranzoomen kann, einfach um so ein bisschen am Leben teilzuhaben. Das wäre nicht schlecht, aber das wird natürlich nicht mehr passieren. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Freue mich über Kommentare zu diesem Spiel und natürlich auch zu meiner grandiosen Herrschaft. Falls ihr dieses Video bis zum Ende geguckt habt, dann seid ihr vermutlich die 0,1%. Und dann schreibt mir mal bitte einfach ein Lob, wie toll ich diese zerrüttete Gesellschaft beieinander gehalten habe. Der Mörtel zwischen den sturen Backsteinen, die mein Volk sind. Tschüss und auf Wiedersehen.